Herzlich willkommen, ihr Lieben. Der dritte Teil von Pokémon Sonne und Mond, Kanscha im Kampfbaum. Wir befinden uns jetzt im 9. Kampf und wir nehmen sehr gerne die Herausforderung an. Wir sind jetzt so weit gekommen und ich hoffe, das geht auch so weiter. Oh, 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 du willst gegen mich kämpfen? Ja klar, wir haben ja uns ein Ziel gesetzt, dass wir die 19 Kämpfe erfolgreich hinter uns bringen und diesen, oder besser gesagt, auf diesen besonderen Trainer treffen, den die meisten von euch natürlich schon kennen, aber ich sag dazu noch nichts. Punker Sebastian fordert dich heraus. Los, Sebastian. Du kommst an mit deinem Trick Effalo. Alles klar. Dann kehre ich zurück mit der Attacke Kehrtwende. Hinterlasse ordentlichen Damage. Wow, Trick Effalo überlebt es. Flampivian verliert einige KP. Okay. So. Dann setzen wir mal Kaporiki ein. Ihr wisst, vier Attacken sind sehr effektiv gegen Drachen und Unlicht-Pokémon. Das heißt, wir können Trickefallo mit einer einzigen Fee-Attacke besiegen. Wobei ich davon ausgehe, dass auch eine Donnerattacke ausreichen würde. Aber Trickefallo hat die Attacke Erdkräfte am Start. Heiß, 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 heiß. Dann setzen wir erstmal Zauberschein ein, damit wir sicher die erste Runde gewinnen. Elektroattacken sind nicht sehr effektiv gegen Trickefallo. So, Maxax. Sehr schön, dann bleiben wir weiterhin mit Kaporiki auf dem Kampffeld. Und setzen wieder die Attacke Zauberschein ein. Sehr effektiv. Maxax ist ein Drachen-Pokémon. Und eine Attacke hat komplett ausgereicht. Oh, Nidoqueen. Ja, da wäre es auf jeden Fall sinnvoll abzuhauen, weil Elektroattacken sind wirkungslos und Fee-Attacken sind nicht sehr effektiv, da Nidoqueen von Typ her einmal Boden und Gift ist. Dann denke ich, wir gehen wieder zurück zu Knackrack, denn Knackrack hat die Attacke Erdbeben drauf, wie ihr das jetzt in den letzten Videos mitbekommen habt. Und Bodenattacken sind sehr effektiv gegen Gift-Pokémon. Es kann ja mal sein, dass Neueinsteiger auf YouTube umwandern oder herumwandern und halt das Pokémon-System neu kennenlernen. Und vielleicht stoßen sie auf meine Videos. Da denke ich, es ist nicht so schlimm, wenn ich nochmal die Typen von den Pokémon erwähne und was deren Stärken und Schwächen sind. Oder welche Attacken sie resisten können, tanken können oder welche Attacken sehr effektiv und nicht sehr effektiv gegen sie sind. Ich glaube nicht, dass das schlimm ist. So, Nidoqueen, das hält's nicht aus. Ja, oh, hau bloß ab, lass mich in Ruhe. Jetzt auf einmal. Erstmal am Anfang stressen und dann, nee, hau ab, ich will nicht mehr. Yes, du erhältst einen Gewinnpunkt. Das nehme ich sehr gerne an. Als nächstes folgt dein 10. Kampf in Serie. Möchtest du weitermachen? Ja, das möchte ich. Oh, hä? Was ist? Was glotzt du so? So ist der Streit? Du schon wieder? Oder noch so einer? Na komm her, nicht, dass du am Ende wieder sagst, ich will nicht. Hau ab. So, Punker John fordert dich heraus. Okay, John, zeig mal deine drei Pokémon. Phenontor. Alles klar. Eis-Pokémon? Yes. Ja, dann reicht
die Attacke Flammenblitz, wobei ich gerne erstmal Steinhagel ausprobieren möchte. Ich hoffe, ich treffe. Ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Hagelsturm. Okay. Eine eisige Umgebung umhüllt mich. Es fängt an zu hageln. Ah, so eisig ist es doch nicht. Gefühlswirpe von Fernontor wird, die Initiative steigt stark und der Spezialangriff sinkt. Oh, ja, dann sollte man mit diesem Pokémon, oder wenn man dieses Pokémon benutzt, dann sollte man darauf achten, dass man die Angriffs, also ich sag mal den Statuswert, den man für die Angriffsattacken braucht, stärken. Oder benutzen zum Beispiel Wesen harten Pro. Ja, ich versuche noch einmal Steinhagel. Blizzard, das tanke ich. Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Ein Volltreffer. Gut resistet. Steinhagel. Reicht aus. Kein Fokusgurt. Ein Volltreffer. Fernontor wurde besiegt. Nice, nice, nice. Oh, die Hagelkörner fügen mir jetzt Schaden zu. Bibor. Käfer und Gift. Da denke ich. Wobei, hier sollte ich Flammenblitz einsetzen. Bibor sollte man nicht unterschätzen. Aber anscheinend ist das kein Mega-Bibor. Nein, ist es nicht. Ich glaube, ich habe mich für ein gutes Pokémon entschieden. Flampivian hat auch sehr nützliche und coole Attacken am Start. Amphira ist auch sehr nice. Ja, zu den Attacken. Flammenblitz, Steinhagel, Kehrtwende und Erdbeben. Vier verschiedene Attacken, aber nice Attacken. Nice Attacken. Nette Attacken. So. Dann setzen wir ganz smooth Erdbeben ein. Amphira kann auch nicht mehr ausgewechselt werden. Jetzt ist die Frage, ob ich das überlebe. Überlebe ich das? Ah, nein, ich wurde besiegt. Ja, 37 KP. Amphira ist vom Typ Feuer und Gift. Ja. Das hat schon einiges zu bedeuten. Ja, aber es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Wir haben noch Knackrack am Start. Ein Knackrack holt den Sieg mit der Attacke Erdbeben. Oh, Ränkeschmied, nice. Oh, gut, dass ich noch Knackrack am Start habe. Weil wenn ich jetzt nur mit Kaburiki kämpfen würde, dann würde ich eventuell Probleme haben. Wenn sich die Blicke treffen, ist ein Kampf angesagt. So läuft das hier. Ja, dann schau beim nächsten Mal weg, wenn du mich siehst. Oder du kommst wieder mit einer besseren Einstellung an. So, ein weiterer Gewinnpunkt. Als nächstes folgt dein 11. Kampf in Serie. Möchtest du weitermachen? Ja, ich möchte weitermachen. Ja, Leute, die 2 Kämpfe haben wir jetzt hinter uns. Noch 2 Kämpfe. Zu Beginn meiner Trainerkarriere wurde ich als Hexe gefürchtet. Oha. Dame Larissa fordert dich heraus. Guten Tag. Hat sie wohl Fee-Pokémon am Start? Nein, Käfer. Wow. Misty würde abhauen. Ah, vielleicht kann sie mittlerweile Käfer-Pokémon ab. So. Ja, Steinhagel ist so eine Attacke, man verfehlt damit des Öfteren. Und Flammenblitz ist so eine Attacke, damit fügt man sich selbst Schaden zu. Ich versuche mal einmal mit Steinhagel und hoffe, es klappt. Ja, es klappt. Das Tolle an Steinhagel ist noch, dass der Gegner sich eventuell zurückschreckt. Und das ist Hammer. Dann kannst du wieder den nächsten Move als erstes einsetzen. Gardevoir. Nice. Psycho und Fee. So wie Capofalla. Ja, gegen dieses Pokémon würde ich schon Flammenblitz einsetzen.
Aber doch ein Fee-Pokémon. Sie hat doch Fee-Pokémon am Start. Weil irgendwie passt das. Dame, Larissa. Magbrand. Nice. Dann setzen wir gleich Erdbeben ein. Mal sehen, was Magbrand draus macht. Okay. Alles klar, Magbrand ist auch erledigt. Nice. Und somit ist der 11. Kampf auch gewonnen. Grrr, das verzeiht dir nie. Ich werde dich verfluchen. Oh, und du lächelst noch dabei so. Soll ich dich ernst nehmen oder was denn los hier? So, ein weiterer Gewinnpunkt. Nice. So kann ich mir demnächst... Ah, sogar zwei. Stimmt. Stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ab dem... Also wenn du 10 Kämpfe fertig hast, bekommst du anstatt ein Gewinnpunkt, 2 Gewinnpunkte. Aber das erst ab dem 11. Kampf, wenn du den 11. Kampf logischerweise gewonnen hast. So Leute, jetzt sind wir im letzten Kampf und ich hoffe, diesen Kampf gewinnen wir auch. Es wird immer schwieriger und schwieriger, aber momentan ist es noch relativ entspannt. Als nächstes folgt dein 12. Kampf in Serie. Möchtest du weitermachen? Ja. Deswegen sind wir hier alle hier. Daher haben wir uns hier getroffen. Wohlan, zum Kampf. Ja, dann mal ran. So, ihr Lieben. Volle Konzentration, denn dieser Kampf entscheidet, ob wir ein 4. Video zu sehen bekommen. Worauf ich sehr hoffe. Pokémon-Sammler Nett fordert dich heraus. Ganz schön nett. Nett. Pokémon-Sammler Nett setzt Flambirex ein. Cool, sehr schön. Feuer- und Boden-Pokémon. Kampf-Pokémon meine ich. Ich wollte schon Flamm-Pokémon sagen. Ja, dann, ihr wisst Bescheid, sofort Erdbeben einsetzen und hoffen, dass das Pokémon drin bleibt. Ja, es bleibt drin. Ja, und das überlebt es nicht. Es sei denn, es hat das Item Focus Cord. Und hat es nicht? Sehr schön. Nice. Ramaidon. Oder Ramaidon? So, auch wieder eine Bodenattacke. Flampivian ist echt der Hammer. Übel schnell und geile Attacken, welche einen ordentlichen Damage verursachen, weil Flampivian auch, also ich sag mal, sein Angriffswert ist enorm hoch. Und seine Initiative ist auch nicht von schlechten Eltern. Wie der Richter von Pokémon Oras immer gesagt hat, wenn ein DV von einem Pokémon auf 31 war. Dieses Pokémon ist nicht schlecht. Nee, ist nicht von schlechten Eltern. So, Elvoltec. Oh, nice, dieses Pokémon. Das war ja das Pokémon, was Gary in der 4. Generation hatte und gegen Ash gekämpft hatte. Also nach meinem Wissen. Oh. Erdbeben wurde abgewehrt. Aber kein Ding, nochmal. Yippie! Kann es sein, dass ich vorhin gesagt habe, es gibt nach diesem Video ein 3. Video? Weil dann wäre es ja das 4. Video. Ups, da habe ich mich vielleicht versprochen. Ein Verlierer sollte nicht das Wort ergreifen. Ich sag mal so, ein Verlierer sollte sich Gedanken darüber machen, was er schlecht gemacht hat. Oder falsch gemacht hat. Und wie er beim nächsten Mal siegreich aus dem Kampf herauskommen kann. Du erhältst 2 Gewinnpunkte. Nice. Vielleicht kann ich mir demnächst wieder Megasteine besorgen. Als nächstes folgt dein 13. Kampf in Serie. Möchtest du weitermachen? Ja. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Schluss. Und es geht weiter im nächsten Video. Okay, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitmachen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.